Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Schwert hier auf unserem LP. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir müssen jetzt gegen Arenaleiterin von Fairbally kämpfen. Hier liegt ein Bewertungsbogen für die Arena-Mission. Entschuldigung, ich bin gerade erst aufgestanden, deswegen bin ich noch ein bisschen neben der Spur. Delion, nicht bestanden. Richtige Antworten 1. Selten habe ich so ein Talent für Pokémon-Kämpfe gesehen. Aber er ist schwer einzuschätzen. Sanya, nicht bestanden. Richtige Antworten 3. Ausgezeichnete Darbietung, aber sie gibt zu schnell auf. Nun ja, es ist sicher nicht leicht, die Enkelin der berühmten Magnolika zu sein. Okay. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Arena-Mission bestanden. Ich bin schon gespannt, ob du es auch geschafft hast, die Arena-Leiterin zu überzeugen. Möchtest du sie jetzt zum Kampf herausfordern? Ja. In Ordnung, dann hier entlang bitte. Ich drücke dir die Daumen. Auf geht's. Für eine Vorstellung mag es etwas spät sein, aber so sind eben die Gepflogenheiten. Ich bin Papella, die hiesige Arenaleiterin. Dank meiner Quizfragen habe ich während der Arena-Mission einen recht guten Eindruck von dir bekommen. Aber die größte Prüfung in dieser Arena hast du noch nicht bestanden. Zeig mir im Kampf, ob du weißt, wie man mit seinen Pokémon richtig umgeht. So, das dürften wir eigentlich hinbekommen mit Kramor. Oh. Bin ich nicht so gut, dass du das überlebst? Frage. Sag mal, kennst du meinen Spitznamen? Ich glaube, das war Zauberin. Ich glaube, wenn ich Hexe sage, wird sie richtig sauer. Richtig, Glückwunsch. Die Anwender erhöht mit Hilfe eines mysteriösen Duftes die Spezialverteidigung eines Mitstreiters. Nee, muss nicht sein. Flunkiefer. Flunkiefer ist Typ Stahl. Da muss dann doch mal Liebwelt mit dran. Ja, Angriff sinkt, aber ich brauche eh den Spezialangriff. So, jetzt ist Kramor wieder dran.
stimmt, ich habe ja selber sogar einen Turekiss. Oh. Nicht gut. Frage. Was ist meine Lieblingsfarbe? Sie redet zwar dauernd über Pink, aber ich glaube, es ist lila, wie der Schal und der Regenschirm. Ja, Tat, ein dunkles Lila ist doch wunderschön, oder? Ja, genau, das hatte ich noch im Kopf. Okay, nur noch eins. Dieses komische Sorbet da. Ja, wie eine Stahlzacken. Das ist doch eine Gigadynamaximierung, die wir machen, oder? Warum haben wir keine Gigadynamax-Attacke? Ja, das ist eine Gigadynamax. Aber Typ B. Nicht besonders stark gegen uns. Oh nein, es heilt sich dadurch auch noch. Na toll. Vielen Dank, wir machen weiter. Frage. Nun denn, wie alt bin ich? Ich meine, beim letzten Mal, als ich das gespielt hatte, hatte ich 88 angeklickt. Aber ich glaube, das war nicht richtig von ihrer Seite aus gesehen. Also es war richtig, aber das hat ihr nicht gefallen. Ich nehme mal 16. Du, das ist eine tolle Antwort. Aha. Jetzt bringen wir es zu Ende. Ich weiß auch nicht, wann das bei Pokémon angefangen hat, dass die Leute auf einmal mit Desserts kämpfen. Ich will es zwar an Pink, aber du und deine Pokémon gebt ein gutes Team ab. Es war nicht übel. Aber leider bist du nicht ganz das, wonach ich suche. Sei nicht enttäuscht, Kindchen. Meine Vorstellungen sind da einfach sehr speziell. Mein siebter Sinn sagt mir, dass mein Nachfolger woanders auf mich wartet. Ich weiß vielleicht auch schon, wo.
In dieser Hinsicht warst du zwar nicht erfolgreich, aber den Feenorden hast du dir gewiss verdient. Fehlen nur noch 3 Stück jetzt, glaube ich, oder? Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 45 fangen. Und hier hast du noch eine TM. Setze sie weise ein. Dann wenn das steht dem Ziel mit einem Kuss KP. Die Höhe der Heilung beträgt mehr als die Hälfte des beim Ziel angerichteten Schadens. Ja, naja. Zu guter Letzt bringe ich noch etwas mehr Pink in dein Leben, und zwar mit dieser Uniform. Tu mir den Gefallen und probier sie mal an, ja? Es ist kein Geheimnis, dass ich es genieße, junge Leute wie dich in die Mangel zu nehmen. Nur so profitierst du letztendlich von meinem Wissen. Doch wir Alten müssen auch wissen, wann es an der Zeit ist, der nächsten Generation die Bühne zu überlassen. Oh, wie ich sehe, hast du von Favella eine TM geschenkt bekommen. Sehr schön. Das nächste Arena-Stadion, zu dem du gehen solltest, befindet sich in Chichester. Mhm. Warte, Kindchen. Ich muss noch ein paar Besorgungen in Claw City machen. Möchtest du mich vielleicht begleiten? Wenn du zum nächsten Arena-Stadion willst, musst du so oder so zurück nach Claw City. Klar, können wir machen. Ich glaube, hier habe ich jetzt sonst nichts mehr zu tun. Dann komm. Bah, in Claw City ist es immer so schrecklich staubig. Das hält doch kein Mensch aus. Aber gut, einigen wenigen Pokémon mag das ja gefallen, also sei es drum. Okay. Was sagt mir denn der Pokédex, was ich jetzt nicht fangen soll? Ach ja, Gyarados. Hier vorne irgendwo. Ja. Wir müssen mehr fangen. Aber okay. Das bekommen wir hin. Meine Güte. Okay. Also. Ich bin starr, sind wir hier aktuell erstmal durch, glaube ich. Fällt mir ein. Habe ich noch irgendjemanden gerade in Poketrops weggeschickt? Das könnte ich hier mal nachschauen. Ah, hier natürlich nicht so. Geschickt habe ich aktuell keine. Oh, das stimmt, das war auch noch eine Sache. Oh, Hyperbälle. Es ist soweit. Ja, komm, 130 direkt. Alles oder nichts.
Erstmal ein paar Sachen hier verkaufen. Nein, nicht nochmal verkaufen. Sondern kaufen. Na gut, dann Hypertränke sind jetzt auch wichtig. Die kann ich immer mal brauchen. So. Ich meine, ich hatte noch mal irgendwas gelesen. Aber hier scheinbar nicht. Ich muss mich in Claw City noch mal ein bisschen umschauen. Lag da was? Ja. Ich meine nämlich, hier gab es irgendwo jemanden, der einen Knapfel sehen wollte. Und wir sollen ja auch noch die... ja, geht ja mal raus. So, es wollte ja einer von uns, dass wir Sachen tragen, die Feuer zeigen. Der Typ hat einen Fairbelly. Also ziehen wir uns mal rote Sachen an. Dann erstmal das anziehen. Mal sehen, ob dem das so gefällt. Ansonsten ziehe ich die Feueruniform an. So. Ja, man weiß so gut, dann wird Brot und Leitschopf verkörpert. Deine Bemühungen in allen Ehren, aber dein Outfit reicht leider nicht, damit ich mich wie ein Pokémon fühle. Okay. Also wenn das nicht nach Feuer aussieht, dann... Ach. Egal. Dann probieren wir noch einmal die Feueruniform und dann ziehe ich mich wieder normal an. Was eigentlich genau das gleiche ist. Wie gerade nur, dass es eine andere Hose ist. Wenn es jetzt an der Hose liegt, wenn es an der Hose gelegen hat, dann werde ich aber sauer. Was soll ich denn anziehen für den? Kann sich auch selber rot anziehen. Oh, dann will ich wieder meine normale Kleidung haben.
Was ist das? So. So, ist doch hier der westliche Teil. Irgendwer hier will einen Knapfel sehen. Du? Mr. Focus. Wenn Mr. Focus heißt, dann wird er wahrscheinlich einen Focusgurt verwenden. Und ich bekomme auch den Focusgurt, wenn ich ihn besiege. Oder? Ja, Focus gut. Notsituation. Oh ja, das ist gefährliche Attacke. Ja, danke schön. Focusgurt ist gut. War das nicht in Claw City oder war das in Ancient City? Irgendjemand wollte meinen Knapfel sehen, damit er mir... Dann bekomme ich von ihm das Item, um Knapfel entwickeln zu lassen. Sind sie beide ernsthaft das gleiche? Ja. Ah, wen haben wir denn da? Bist du hier, um zu gaffen? Erfreut dich mein Anblick jetzt, wo ich kein Challenger mehr bin? Hast du wirklich nichts Besseres zu tun? Gerade nicht. Vielleicht hast du sogar recht damit. Seit ich disqualifiziert wurde, hast du schließlich deinen gefährlichsten Gegner vom Hals. Naja. Aber denk ja nicht, dass ich aufgegeben habe. Ich muss einfach Champ werden, für den Liga-Präsidenten. Deshalb werde ich ihn darum bitten, mich wieder an der Arena-Challenge teilnehmen zu lassen. Oha, wen haben wir denn da? Das ist mal ein strahlendes Pink. Der Junge nimmt kein Blatt vor den Mund. Und ein bisschen verschroben ist er auch. Das zeugt von Charakter. So mag ich das. Willkommen zu meiner Arena-Mission. Wie bitte? Pink. Pink. Von Kopf bis Fuß pink. Herzlichen Glückwunsch, Jüngchen.
Ja, da haben sich ja zwei gefunden. Sie sind doch Papella, nicht wahr? Was in aller Welt sollte das eben? Olivia hat dich schamlos ausgenutzt und dich Wunschsterne für sie sammeln lassen, richtig? Und jetzt, wo sie dich nicht mehr braucht, hat sie dich einfach deinem Schicksal überlassen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Die Verzweiflung steht dir ins Gesicht geschrieben. Ich kann dir vielleicht aus dieser Misere helfen. Du musst nur mit mir kommen und bereit sein, Einsatz zu zeigen. Kannst du das, Jüngchen? Ob ich das kann? Ist es Ihr Ernst? Stellen Sie etwa mein Können in Frage? Natürlich kann ich das. Ich werde Ihnen zeigen, was in mir steckt. Sie werden schon sehen. Und dann bringe ich Sie dazu, mir alles zu verraten, was Sie über die Wunschsterne wissen. Wir verabschieden uns fürs erste Kindchen. Du solltest dich als nächstes auf Route 7 begeben und nach Chichester weiterreisen. Ich finde, als nächstes sollte ich ein bisschen in der Naturzone rumschauen. Bevor ich jetzt noch eine Arena direkt mache. Vielleicht läuft ja jetzt wieder ein Restaurant rum. Oder auch nicht. Ein paar Beeren sammeln geht immer. Ja, jetzt wackelt der Baum noch gar nicht. Jetzt wackelt er mit großem Abstand. Immer noch großer Abstand. Immer noch. Jetzt wackelt er ziemlich schnell. Jetzt hören wir lieber auf. Muss man aber auch erstmal kapieren, dass das so funktioniert. Ah, das ist nur ein Pikachu, okay. Pikachu haben wir schon, brauchen wir nicht. Ich hatte was anderes erwartet hier. Ich dachte, da wäre jetzt... Wer weiß. Okay, ein Voldy läuft da auch rum. Naja, gut. Eigentlich ist für mich so der perfekte Punkt, hier durch die Naturzone richtig zu laufen, wenn wir alle Orden haben, damit wir auch alles fangen können, was hier rumläuft. Ja, schauen wir mal, was du hier im Angebot hast. Na gut, ich kann mir eh nichts leisten. Ich glaube aber, ich habe genug, um einmal buddeln zu lassen. Ja, machen wir das doch. Finsterstein. Nassbrocken. Ernsthaft, das war's schon? Dafür 500 Watt. Und der meint, der mit Ausdauer zu sein. Holen wir noch ein paar Beeren und dann beende ich die Folge. Okay, keine Ahnung, warum die auf einmal alles so schnell wackeln. Und das nach einmal schütteln.
Okay. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge von Pokémon Schwert hier auf Muzum LP. Bis dann.